Das Leopold-Fiegel-Museum in Rust im Tullnerfeld, von außen eher unscheinbar, von innen befüllt mit historischen Gegenständen des 20. Jahrhunderts. Die vorherrschende feierliche Stimmung und der Besucherandrang haben einen Grund. Wir feiern heute Geburtstag, 75 Jahre Volkspartei Niederösterreich, und natürlich, wie in jedem Leben, gibt es auch in einem Parteileben Auf und Abs. Es hat viele schöne Momente gegeben, und das waren vor allem auch die Wahlerfolge. Wenn man zurückblickt, die harte Währung einer Partei ist ja die Wahl an sich. Und unser Landeshauptmann außer Dienst, Erwin Bröll, hat es zuletzt geschafft, dreimal hintereinander eine absolute Mehrheit zu erreichen. Und unsere Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner beim ersten Antreten 2018 eine absolute Mehrheit. Das ist für uns natürlich ein großes Highlight. Die Geschichte der Volkspartei ist 75 Jahre jung. Wir werden noch viele gute Momente erleben. Wenn ich daran denke, was in den letzten 75 Jahren so passiert ist, dieses Land aus Schutt und Asche aufzubauen, bis hin zu einer Vorzeigeregion in ganz Europa, ist das eine erstaunliche Leistung. Und diese Erfolgsgeschichte wollen wir fortschreiben. Ich bin zuversichtlich, dass uns das auch gelingen wird, weil wir ob unserer Breite alle Berufsgruppen, alle Berufssparten hier vereinen, hier sehr viel Wissen und Know-how da ist, wo wir die Herausforderungen von heute annehmen, um ganz klare Antworten zu geben. Und das immer an der Seite der Menschen. Neben Julius Raab gilt Leopold Fiegel als Mitgründer der Volkspartei zu den bedeutendsten Persönlichkeiten, die Österreich durch schwierige Zeiten geführt haben und als Baumeister der Republik maßgeblich für unseren heutigen Wohlstand mitverantwortlich sind. Die wichtigsten Meilensteine seiner Tätigkeit sind im Museum zu besichtigen. Rust ist zum einen einmal ein wunderschöner Ort im Herzen des Tullnerfeldes, landwirtschaftlich geprägt und natürlich bekannt als die Heimat, als der Geburtsort von Leopold Fiegel, eine der prägendsten Persönlichkeiten Österreichs, österreichischer Geschichte, Staatsvertrag Österreich ist frei. Leopold Fiegel, so wie ihn viele Leute kennen, war natürlich ein herausragender Politiker, ein volksverbundener, leutseliger, bodenständiger Politiker, aber auch einer, der Verantwortung übernommen hat in den schwierigsten, dunkelsten Zeiten der Republik, wo es galt, dieses Land wieder aufzubauen. Aber Leopold Fiegel war auch natürlich ein Mensch wie viele andere, der den Leuten sehr verbunden war, der auch gerne ein Gläschen Wein getrunken hat und der auch immer einen guten Schmäh, einen guten Witz, eine nette Anekdote auf den Lippen hatte. Ich sage immer, das Museum ist ein Stück Zeitgeschichte. Es wird eigentlich von der Jugend von Leopold Fiegel bis zum Staatsvertrag wird die ganze Zeit durch Bilder von der Entstehung eigentlich Österreich aus der Zweiten Republik. Ja. Es ist sehr interessant, und ich muss sagen, die Leute kommen und jeder, was da war, sagt dann, ist begeistert und sagt, das haben wir gar nicht gewusst, dass es so ein schönes Museum gibt. Ja. Die letzten 75 Jahre hat die Volkspartei das Landesoberhaupt gestellt und ist somit federführend in der wirtschaftlichen Entwicklung Niederösterreichs. Für alle, die sich für die Geschichte interessieren, ist das Leopold-Fiegel-Museum sicherlich einen Besuch wert.